Für den biologischen Pflanzenzüchter sind zwei Dinge wichtig. Erstens die Erkenntnis, dass die Erde rund ist und die Sonne die mit der schrägen Erdachse so bescheint, dass durch diese Veranstaltung jeder Ort auf der Erde eine andere Energiemenge bekommt und dadurch einmalig ist. Und die zweite Erkenntnis, die man braucht, um biologisch Pflanzen zu züchten, ist, dass die Pflanze sich ganz mit der Umgebung verbindet. Und wenn man diese zwei Dinge zusammenführt, dann haben wir eigentlich vergleichbar mit der Würde des einzelnen Menschen, haben wir die Würde des Standortes, die Einmaligkeit des Standortes. Und die Pflanze, die sich da an einem vernetzt im Standort mit ihren Kommunikationsmöglichkeiten, die weit über das hinausgehen, was ein Mensch an Kommunikationsmöglichkeiten hat, weil es eben unmittelbar im Kontext steht mit der Umgebung, hat die Pflanze die Möglichkeit, an diesem Standort eine individuelle, biodiverse Art zu bilden. Und der Landwirt hat in diesem Kontext eigentlich die Aufgabe, dieses ganz spezielle, würdevolle Königreich oder diesen würdevollen Garten, diese Einmaligkeit, die es nur einmal gibt auf der ganzen Welt, so wie es jeden Menschen nur einmal gibt, gibt es jeden Standort nur ein einziges Mal. Und das zu entwickeln, das ist eigentlich die biologische Landwirtschaft im Kontext mit der Umgebung. Und so ist Züchtung eigentlich die Entwicklung der Pflanze an ihrem Standort und muss zwei Dinge erfüllen. Erstens, sie muss im freien Feld stattfinden. Und zweitens, das Resultat muss eine samenfeste Pflanze sein, um dann mit anderen Standorten in eine Korrespondenz zu kommen.